Grüezi miteinander, hallo zusammen. Super neue, wunderbare Map. Ich habe noch nicht viel gesehen und bin begeistert. Möchte ich euch gerne vorstellen. Der Mapper von dieser Map ist Falpos. Wir befinden uns hier auf der Mothosterseite, wie unschwer zu erkennen ist, und zwar aus folgendem Grund. Erstens bin ich ja begeistert und darum stelle ich auch diese Map genau wieder mal vor. Ich mache nicht einfach jede Map, nur dass ich irgendwelche Klickzahlen habe, sondern schaut einmal, eine wunderbare Beschreibung. Und, was muss ich sagen, das ist das, was mich am meisten begeistert. Es ist alles erwähnt, was wichtig ist, und fehlerfrei geschrieben. Grammatik stimmt, Groß- und Kleinschreibung, Rechtschreibung, fantastisch. Also wirklich, ich freue mich jedes Mal. Es ist ein seltener Fall, dass man so eine Beschreibung sieht, wo so gemacht ist. Großes Lob. LS Mapping Team. Also es geht um die Karte, die heißt Multimap 2019, erste Version. Und zwar ist die jetzt rausgekommen am 22. März 2019. Es hat 31 Bilder zum Anschauen. Die ist 919,8 Megabyte groß, also relativ, ja, ein Schüffelchen noch drauf zu der Originalkarte. Sie basiert auf der Felsbrunn-Map eigentlich so. Da der Urmap von dieser Karte ist der LF Bauer. 2014 hat er sich Mühe und Fleiß gemacht, die Karte investiert, und es hat mehrere Karten mit dem Namen gegeben. Das ist aber die beste Karte. Sie schreibt es da. Mapper von dieser Karte, der Falpos. Was man da jetzt zum Beispiel muss, ungefähr wissen, also da Grundlagen und so steht noch etwas Historisches dazu. LS15 und 17 Versionen, aber LS15 ist nie veröffentlicht worden. Und 17 hat jetzt die Mutter ins 19 gemacht. Jetzt kurz und bündig, haben wir fast gesagt. Ich muss ein bisschen pressieren, weil sonst wird das Video, das wieder ganz lang wird. Also technisch ist da der Vierfach-Map mit Multifrucht 42 Felder. Ein Hof, zwei Hauptsilos für Getreide, Futtermittel sowie Erdfrüchte, Extralager auf dem Hof für Dünger, Saatgut und Kalk. Viel Verkaufsstellen, stimmt, glauben wir es. Ich habe die auch schon angeschaut. Es ist extrem groß. Und da hat es Folgendes auf sich. Sind da schon sehr viele andere Sorten, die jetzt in der letzten Woche so zwei, drei andere Map auch gegeben hat, neue, wo immer noch mehr Früchte dazukommen, und ich sage, es geht nicht mehr lang, ist das Fabrik-Skript, jetzt muss ich es noch sagen, richtig, heisst es, glaube ich, Global Market, wenn es mir recht ist, dann neu. Nicht mehr Fabrik-Skript, ist aber das Gleiche, nur einfach aufs 19. angepasst, wo man dann natürlich ganz viele Verkaufsstellenmöglichkeiten hat. Jetzt müsst ihr hören. Oh, sind verbaut. Standardfrüchte, Zucker, Baumwolle, ist möglich. Dann Hafer, Hopfen, Dinkel, Hirse, Hopfen, Tabak, Zwiebel, Karotten, Salat, Weißkohl, Rotkohl, Mohn und Klee. Das ist okay, so ist Hopfsalat, viel drin. Und dann gibt es für jedes von diesen Früchten, es gibt auch Rotkohl, habe ich noch gesehen, das steht jetzt da nicht mal drin, habe ich aber auch gesehen. Mal da steht, Rotkohl, Weißkohl, gibt sogar eigene Erntemaschinen für jeweils die, ich glaube, Böhler Rüebli ist eine Maschine, weiss Rotkohl wahrscheinlich auch, Mohnklee, habe ich gegessen, kann man schneiden und verfüttern oder Silage machen draus. Da steht es gerade auch. Dann stehen Kleeschwaden, können verfüttert oder bei BGA zur Silageproduktion verwendet werden. Ich sollte es eigentlich nicht vorlesen, wenn ich alles auswendig erzähle. Das ist eine Verdoppelung. Dann sind dann ein paar Freigaben und Dankessagen und so weiter. Es ist für Singleplayer und Multiplayer. Sehr fehlerfreie Look. Glauben wir jetzt einfach einmal, weil jemand, der so schön schreibt, so wirklich eine Wohltat für die Augen. Wird das auch echt testet. Es sind unten noch einige Tester erwähnt. Lisa Holzmichel und so weiter. Kann man da alles nachlesen. Und Ehrenhaus TV. Ich kann jetzt nicht alle erwähnen, das Video wird mir einfach sonst extrem zu lang, dann rendere ich wieder, was weiß ich wann. Da ist da, was ich gesagt habe, mit der Erntemaschine, ist es so. Im Moment sind Barrieren vor diesen
Global Company heisst es, nicht Global Markt, sondern Global Company. Fabrikskript, wo steht es? Global Company. Es hat jetzt Barriere. Da, Nachfolger des Fabrikskript veröffentlicht wurde. Bis es soweit ist, sind alle Entladestellen, welche im Zusammenhang von Produktionen stehen, durch Barrieren abgesperrt. So findet ihr auf deren Gelände Interimsverkaufsstellen, welche später wieder entfernt werden. Diese Interimsverkaufsstellen erkennt ihr an den Rampen zur Entladung. So, das wäre alles mal da. Tun wir das mal weg. Da bin ich wieder. Gehen wir mal ins Spiel rein. Ein wunderschönes Haus, das ist hier oben, im ersten Stock. Man kann hier noch ein bisschen hinterlaufen, ein riesen Balkon. Ich bin hier aber ein bisschen stecken geblieben, da als ob sie. Da hat es noch schöne Bilder an der Wand. Wahrscheinlich könnte man hier hinlaufen, aber ich mache es wirklich nicht weiter. Das drückt mich dann ans Dach rauf. Wenn wir dahinter führen, also die Aussicht ist schön. Jetzt müsst ihr schauen. Wenn man hinläuft, das Haus, sieht man ein schönes Gärtchen. Und da unten läuft schon der Hund. Das habe aber nicht ich gemacht. Seht ihr da? Ich habe ihm vorher Futter gegeben. Ich habe in der Garage geschaut, ob man alles für Traktoren und Zuschgerätschaften hat. Und dort hat es eine Hundehütte drin. Bei der Stelle. Und zwar habe ich jetzt auf dem normalen, auf dem einfachen Bereich mit 100.000 Startgeld gestartet. Also auf dem ganz links. Farmer, das steht auch in der Beschreibung drin. Dort hat man so ziemlich ein bisschen schon viel. Man hat auch eigenes Land, ein paar Felder zeige ich nachher noch. Und man hat auch ein paar Stellen dabei. Wenn man in der Mitte geht, auf Farm Manager, dort ist einfach das Geld höher, so wie üblich bei Felsbunkarten Standard. Und man hat also dann dort eigene Felder, null nichts. Und auch bei ihren vorhanden, ich glaube, also ich auch bestellt sehe. Ich will es jetzt nicht behaupten, ich bin es nicht darauf, das will dem oder das so geschrieben und empfohlen hat. Kann man nicht zum Hose sein. Muss ich da springen oder so? Ein bisschen schräg, ja, da ist mit der Tür, muss wirklich diffizil sein, sonst bleibt es ein bisschen hängen stecken, das drückt die Uhr. Ja, den Boden nachräuchen. Bevor herauskommen. So. Da hinten wird man halt auch nicht können, mal man kann. Wenn man ein bisschen Boden nachräuchen geht. Da ist ganz schön viel Zimmer in dem Haus. Echt schön gemacht. Bin ich da vielleicht am Blumentopf hängen geblieben. Es ist wirklich ein bisschen. Ich glaube, man kann schon in die Zimmer riechen. Ich zeige es jetzt mal hier von weitem. Schaut dann selber, wenn ihr reinkommt. Ich bin da ein bisschen am Hangen. Da ist jetzt ein Zimmerli. Hier auch. Sieht nach Bett aus. Überall Blümchen. So herzig, so wirklich schön gemacht. Mona Lisa ist da. Die hängt auch über unten an der Wand. Ich komme da wieder nicht weiter. Es hat einfach etwas, was mich ein bisschen blockiert. Dort sieht es noch nach Badzimmerli aussen. Swimmingpool, ein super schönes Haus. Liebst du da die Treue ziehen? Dann laufen wir mal wieder runter. Schöne Wendeltreppe. Da ist auch ein bisschen. Bin vorher auch nicht durchgekommen, kann man sie aufgumpen. Jetzt bin ich noch zum Dach ausgegangen. So, Wendeltreppe, schau mal. So schön gemacht. Ein schönes Tapet an der Wand. Ja, ich könnte euch jetzt ganz tagshaus zeigen. Ich finde wirklich, das ist so schön gemacht. Schöne Stube. Da kann man spielen, so wie auf Old Valley, so richtig schön im Haus. Oder auf Distanz La Pazzo. Auch so ein schön großes Haus. Also, schaut dann selber. Also, oh, schaut von ACDC-Fan. Die jungen Frauen werdet ihr wahrscheinlich nicht wissen genau, was das ist. Ich bin auch nicht so hart Rock-Fan, so Schwermetall, aber Doppelstrom, Wechselstrom, das ist früher noch ganz in gewesen, so Musik. Entweder sind die Leute auf AC/DC gestanden oder auf Motorhead oder so irgendwie. Die Küche ist auch schön. Meins hat nie ein Gras. Im Boden, da wo es eine Lampe. Riesenbadwandli. Und was aufs WC, kannst du gut schauen, schön putzt. Ja, top. Sogar neu, schau mal, hat er schon alles eingebaut. Dann kann man das Fenster noch aufmachen. Nein. Ein super schönes Haus. Ich bin begeistert. Schwupp, gehen wir raus.
Wow, schön Blümchen, alles top. Jetzt bin ich vor, mir ist der Startpunkt ist ungefähr da, so. He? Wenn ich die Hundehütte noch nicht sehe, es ist ein bisschen so. So kommt man bald Start. Da ist noch ein Pickup-Klapp. Da sehe ich noch keinen Hund. Und dann bin ich hingelaufen und dachte, wenn ich jetzt eine Hundehütte in der Garage gebe ich dem mal Futter. Dann kommt er einfach von irgendwoher zu laufen. So, gut, gehen wir mal da oben. Ein schönes Swimmingpool. Grill. Warte, jetzt wird man nicht noch geschraubt. Muss ich echt da meinen Super Season Mode wieder ab. Was soll ich sagen? Ich habe einen Karte angefangen zu machen. Da haben jetzt noch schöne Tanke, hat man nicht weit. Mit Season Mode, Mercury Farms. Wenn ich echt das wieder, dass die Produktion aufhören, dass ich da weitermachen kann. So, jetzt tue ich das mal am besten schneller so machen. Ich will dir zeigen. Die, ja, jetzt ist gerade Speichern angesagt. Die vielen, vielen, vielen Früchte, die man hat. Schau mal, da Weizen. Übrigens auch die neue Symbol, das gibt es jetzt auch seit anderthalb, zwei Wochen. Gibt es schon auf zwei Karten, wo sie so benutzt. Mit Bildchen anders halt. Und so nicht nur die komisch gestärkten Symbol, wie der Giants hat. Das sieht man nämlich da super, was weiß ich. Weizengerste Hafer, wenn ich vorhin gesagt habe, Raps, das sind Standardsonnenblumen, Sojablumen, Mais. Dann geht das locker so weiter. Schauen wir mal da. Hoppala. Erdöpfel, Zuckerrübe, Baumwolle, Koro. Was denn da? Was ist das da? Und unten noch. Sehe ich echt nicht gut. Schaut selber Eier. Da sind Strohballen oder so, nein, Baumwollenballen oder so. Für viele Sachen, schau mal. Dann kommt schon Milch. Vielleicht ist das da ein Mehl, weiß es nicht. Milch, Dinkel. Diesel, ich brauche neue Brille. Diesel, nicht Dinkel. Dann denkst du, ist ein Zapfhahn da. Most kann man machen, denn das da weiß nicht, das ist wieder Wasser. Wasser? Wasseröl, keine Ahnung. Mischdingsbums, Fruchtmix. Also das Kraft, das ist irgendetwas, wo man so schmiert. Ich habe es mal gewusst, das haben wir müssen lesen. Das heisst bei uns anders, glaube ich, auf Deutsch. Aber weiß ich echt nicht mehr. Ich sehe das im Fall mit meiner Brille wirklich nicht. Hackschnitzel, Silage, Radiesli, gibt es denn auch noch? Cool. Pappeln. Oh, du, da bist du dann schön beschäftigt auf der Karte. Gras, und was heißt das da? Oh, du Mutter, du musst denken, irgendwann bist du einmal zu alt, dann brauchst du eine Brille und siehst nicht gut, dann kannst du das nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Dann da Heu, Stroh und die Strohballen Saat und so weiter. Ah, jetzt nehme ich noch mehr. Da, weiß ich jetzt gerade nicht, Mist, das hat noch ein eigenes Güllewerk, etwas, oder Mist, Verkauf Gülleding, dann ist das Gülle. Da hat es wieder ein komisches Symbol, weiß nicht, Kalk. Sieht aus wie, ich sage es lieber nicht. Rüebli und Pölle. Für Deutsche ist das Karotten und Zwiebel. Klee, Salat. Das ist der Rostockkopfsalat. Das ist fast ein Eisbergsalat, ein Eiskabis. Mama mia, du hast so schön gemacht. Rockkabis, hier ist ein Rockemohn. Jetzt auch noch, kannst du noch Mohnbrötchen machen, Hopfen. Für die Alkis, die könnten noch ein eigenes Bier machen. Tabak, können wir eine eigene Zigarette basteln, Dinkel, Kompost, Holz und das ist glaube ich auch einfach rundball so. Die vielen Leder, zeige ich nachher den schnellsten Ding, das sind alles Leder im Fall da. He? Müsst ihr anschauen selber, weil es ist wirklich so viel, die Fabrik, Zuckerwerk, Ölmühle, Dummbaumärkte und so weiter. Robert Imbiss gibt es sogar noch. Was kann man bei dem verticken? Gerade mal schauen, was kann man bei dem verticken? Beim Robert. Robert, was kann man bei dem? Was kann man bei dem? Ich kaufe Pille.
der Robert. Da, Bölle. Roberts Imbiss, der macht alle Hamburger oder so etwas. Cool. Super schön. Da steht noch etwas Pferdefrucht. Da kann man Rüebli bringen bei der Rösli und Klee. So schön, hey. Wahrscheinlich auch Heu und Stroh. Rocken. Nein, Rocken ist auch sicher. Aber das ist schön gemacht. Man schön die Übersicht, kannst genau schauen. Wo kannst du was bringen? Campingplatz. Campingplatz. Machen die Hamburger. Da kommt sicher noch dazu, so etwas Eili. Und Milch. Schön, gut gemacht. Gehen wir noch schnell bei der Garage schauen. Ich sage euch, es hat einfach viel und vor allem New Holland Sachen für Schneidi, für Weizen, für Mais und so weiter. Jenste, Blüeg, Eckblick und Gruber sagt man so oft Hochdeutsch. Blüeg, Eckblick, sei Maschinen, Flug und Sachen. Da ist Judy Maker, ein Ladewagen, oder? Da hat sie die schöne Symbol. Der sammelt jetzt zum Beispiel Heu, Stroh, Klee. Und das da, wo ich jetzt gar nicht auswendig weiss, mit Klee zusammen. Und Ballen. Und Mist, Mist kann der auch nicht. Häcksel gut. Man weiss nicht genau. Symbole kann mehr. Gewicht. Und jetzt da. Ich will noch schnell zeigen, grosse Kuhweide, grosse Säulestall, grosse Schafweide, grosse Rösslistall. Original Giant Bildli. Das ist aber noch nicht egal, aber vielleicht sieht es ja anders aus. Hühnerstall, Hundehütte, habe ich es eben gesehen vorher, dass ein Hund muss haben irgendwo. Ich bin begeistert, dass da das Farmhaus so schön gemacht wurde, selber gemacht. Das sind noch Siloerweiterungen für viele, viele Sachen. Kärcher. Ja, da ist jetzt zum Beispiel Farmhaus als Bild einfach so, dein Original von Giants, aber es sieht ja anders aus. Jetzt würde ich eigentlich schnell mal da sehen, man noch ganz vom Hof, es hat wahrscheinlich auch platzierbare Stellen, habe ich gelesen noch. Das ist super schön eingerichtet. Aber schaut bitte selber an. Ich will da noch ganz schnell Karte, jetzt tut es noch ein bisschen speichern. Schau mal, wie die gross ist. Da sieht man jetzt, die Felder haben wir schon. Es ist 15, 10 und nochmal eins. Es hat noch mehr. Wenn ich es jetzt bewegen kann. Da unten 24 und 23. Es ist alles da, wo einem schon gehört. Da sieht man es vielleicht auch noch gut. Sogar Ölmühle und Spinnerei gehört haben dann so etwas ausgeht, Edeka und sonst noch Güllerkauf. Robert ist da oben. Und da ist eben noch das Zähne. Es gehört einem irgendwie schon von Grund auf, wenn man es erst nimmt. Mit 100.000 Startgeld. Ein paar Sachen. Da sind so viele, wirklich, es sind bei 20. Vielleicht sogar über 20, wo man Sachen herstellen und verkaufen kann. Fantastisch. Es ist wirklich ganz, ich bin begeistert. Jetzt müsste ich mir noch schnell etwas anschauen. Ich habe wirklich nicht viel Zeit, sonst kann ich das nicht wegen dem Rendern muss ich ein bisschen schauen. Wohin kommt man jetzt da am besten? Da hinten ist die Anke. Ich muss es so machen mit Springen, das geht vielleicht besser. Mich würde es mal interessieren, dem Robert in Kaufland. Robert Nimbiss würde ich mal, dann mache ich halt so, das ist am gleichen Ort. Springerkarten im Hinter. Wie sieht denn das aus? Da kann man Eier bringen, schau mal, da ist sogar wieder das richtige Eiersymbol, wie vom LS17. Da kann man die Eile bringen. Da
aber ich hätte wieder ein Auto genommen. Wenn ich da wieder so laufen. Oh, jetzt Sachen. Seht ihr da? Automat. Ah, für die leeren Flaschen reinzubringen, so irgendetwas. Grosser Parkplatz. Oh, geile Karre. Entschuldigung, schöne Karre hat es da. Also für ein Sandbeam oder so etwas. Nein, das ist etwas anderes. Aber irgendwie, ich weiß es gar nicht, das müsste ich kennen. Ein alter Maserati. Nein. Coole Kerre. Das ist ein amerikanischer, aber ja, es sieht so halb so aus. Wie so eine. Buick sind das, glaube ich, gewesen. Ich wieder mit meinem Auto. Kaufland, wo ist denn jetzt da der Robert? Da hinten? Ja, der müsste auch da sein. Kaufland. Oh, da kommt ein Auto. Ich muss da rüber, der so einen Garten hat. Da komme ich nicht rüber. Ich kann mit dem schnell springen. Das ist aber wirklich eine ganz lässige Karte. Immer noch Garten, da hat es Barriere geht, laufe nicht. Moment. Plakaten zum Lesen da. Gucki Gucki. Technikhof 2. IGA. Aha. Riesengroß. Auch schön gemacht. Mega BGA. Aber die Karte ist so groß. Die Gebäude und riesen Platz. Du. Und die sieht auch recht gerade aus. So, he? Das ist vielversprechend. Besuchen. Mühle. Mühlenverbund. Mehl kann man da machen. Da vorne hat das Zeichen für Mehl. Da ist eben noch alles abgesperrt mit diesen Schranken. Und ich kann jetzt hier wahrscheinlich gewisse Kornsachen bringen. Da hat er ja geschrieben, die einen Sachen sind offen. Die anderen, also ich freue mich, ich weiss, dass die Skripte gleich kommen. Mit dem Follow-Me-Mod ist auch etwas im Tun. Die einen haben schon so, als hätten sie ihn, aber wir sehen das doch dann noch nicht so. Er ist mal auf der amerikanischen Seite drauf gewesen, auch. Die Woche, 2 Stunden später ist er weg gewesen. Ich weiß nicht, ist er jetzt wieder drauf? Keine Ahnung, ich bin nicht nochmal schauen. Feldstoffwerk, Getreidehandel, da oben Konservenfabrik. Das würde ich auch noch schnell schauen. Gemüsehandel, Konservenfabrik. Kann ich das vielleicht da andrucken? Ja, Konservenfabrik, das würde ich noch gerne schnell schauen. Und dann muss ich den bald abmoderieren. Dass ich das noch hier bringe. Verkauft, ja, das ist auch. Das ist jetzt wahrscheinlich einfach, dass man so kann oder noch etwas bringen, was geht. Weil ich weiss, es gibt Karten seit ungefähr 2 Monaten, Maps, die haben Böllen und Rüebli, also Karotten und Zwiebel schon drin. Weil das ist jemand, wo er sich abbedankt, ich weiss leider seinen Namen nicht, wo das einmal gemacht hat, hier in seiner Karte. Und seitdem tun das die einen drinnen. Es gibt noch mehr so Karten, wo das auch drinnen ist, Zwiebel und Karotte. Also das kommt man sicher mit den Erntemaschinen, dass man es kann betreiben. Überall schön so mit Sound, he? Da kann man dann etwas schauen. Kann man das schauen oder ist das fake? Es wird ja noch erweitert, hat da etwas geschrieben, wenn dann die Skripte da sind, dass man das kann benutzen auch. Es sind andere Versionen oder Update oder je nachdem. Campingplatz, das könnte man doch noch schnell anschauen. Idyllisch, gefällt mir gut. Schöne Aussicht. Campingplatz, da hat es keine Kunden, kein Auto. Und da vorne kannst du Zelt, schau mal. Und jetzt noch Bötchen. Ein Reisegar. Was machen denn die da in dem Haus? Auch etwas.
Campingplatz. Da könnte man das riesige Trailerhaus anstellen von dem Clayton. Und das Feuerli brennt auch noch. Tipptopp, kann man das Holz nehmen? Nein, das ist Zierde. Es ist denn schön gemacht, du. Ein grosses Lob, liebe Mutter. Und ich bedanke mich nochmal für die fehlerfreien Texte. Das ist wirklich fantastisch. Selber gemacht, die Häuser und alles, so wunderschön. Pötli Farb, schau mal. Das kleine Pötli Farb. Ah, ist das idyllisch. Das gibt so eine wirklich auch wieder von meinen Lieblingskarten. Das könnte sogar für mich so eine zweite Old Valley werden. Ich, als Old Valley-Fan bin. Ich kenne die Karte leider nicht vom 17. Ich weiß nicht, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich spiele ja das Spiel erst seit 17. Ich bin da nicht so bewandt. Ich muss mich auf die Texte damit verlassen, was drin steht, was für Versionen es schon mal gegeben hat und wenn und wie und wo und was. Also, Ölmühlspinnerei, hier in der Feriendorf, Sauna. Gibt es denn in dem Feriendorf? Wucki Wucki, da kannst du alles gut trinken. Meist das ein. Ach, Kaffeesägel, geile Karte. Hey, ich bin alt, ich darf alles. Ich bin alt, ich habe Narrenfreiheit. Liebe Jugend, ihr habt ja auch so eure Wörter, eure modernen Wörter. Dann darf ich meine modernen Wörter aus meiner Zeit auch sagen. Gell, schau mal, da ist es schön ein bisschen erhöht. Sehen wir da wieder ein bisschen, was für Häusli das hat. Ich kann da noch ein bisschen mehr rauf. Fantastisch. Das ist wirklich eine irre schöne Karte. Du. Da hinten hat es noch irgendeinen, so einen, weiß nicht was, Handball, Fußball, irgendeinen Sportplatz. Da unten steht wieder etwas geschrieben. Super schön. So, ich muss jetzt leider abmoderieren, weil ich muss wegen dem Rendern das noch zusammenbasteln. Dass ich es noch reinbringe da. Schaut euch die super schöne Karte einfach selber an, weil es sprengt den Federrahmen. Und die Karte, die wird man können spielen bis zum Sankt Nimmerleinstag. Hat es noch mal irgendetwas? Weil es steht ja, es hat noch Orte, wo man Sachen platzieren kann. Vielleicht da hinten könnte man auch noch einen Hof hintun, so also wie das aussieht. Sind wir da bei den Hühnli? Nein, das ist ein Park. Nein, das ist auch herzig gemacht. Ein Park. Ich glaube, da hinten gibt es noch andere Gebäude, wo man selber platzieren oder Züge und Sachen. Das ist eine riesen, riesen Karte, was steht da. Anlieferung Flüssigei. Aha, da kann man den Kuchen backen. Flüssigei. Super schön, du, da musst du aber viel Hühnli haben, da kannst du noch viel Geld machen mit so Sachen. Anlieferung Hafer. Super. Da, Anlieferung Mehl, das ist so ein Kuchending, eine Kuchenfabrik oder was. Anlieferung Kartoffel. Hey, liebe Leute, liebe Zuschauer, ich kann nicht mehr weitermachen. Und ich will auch nicht alles gerade verraten und zeigen. Es ist echt eine irre schöne Karte. Ich sage danke fürs Zuschauen. Es lohnt sich. Ladet euch die ab. Es ist eine ZIP-RAR-Datei. Für Leute, die es nicht so genau wissen, da musst du einfach den Download so drücken. Dann hast du so eine ZIP-Datei. Die mit dem, also bei mir sieht es so ein Reissverschluss. Und dann drückst du einfach zweimal drauf, glaube ich, einfach so wie öffnen, aber nicht so zum Lesen, nur einfach so. Und dann kommen noch ganz viele andere. Ich kann das noch schnell zeigen, wie das aussieht. Ich habe das nämlich da gesehen. Nein, ich habe das nicht da gesehen, sondern ich habe das da gesehen. Ich kann das euch schnell zeigen. Ich glaube, ist der drin gewesen? Da habe ich es noch gelesen. Nein, dann ist es da wahrscheinlich gewesen. Irgendwo, ich habe das schon gesehen. Nein, ich habe es gelesen. Dann ist es. Ich habe es gelesen. Dann ist es da gewesen. Oh. Jetzt würde ich das noch wieder zeigen und finde es nicht. Dann ist es doch vor. Oh.
Oh, ich kann so gerade schnell sagen, wie die Gerätschaft heisst denn bei dem Zip. Nein, die sind natürlich wieder von Anfang an nicht dabei. Einen bestimmten Namen heißen, aber alle gleich sind einfach andere Typen. Das sehen wir dann auf diesen Tipps. Das sind 4 oder 5 Stück. Das alles dann so quasi markieren, kopieren, im Mods-Ordner rein tun, einfügen. Dann ist schön alles beieinander. Also es ist kein Hexenwerk. Ich kann es auch können. Aber ich habe am Anfang auch nicht gewusst, was das heißt, entpacken. Es ist so kompliziert geschrieben, aber es ist wirklich, man muss eigentlich nichts machen, außer kopieren, einfügen, die einzelnen Bürsten. Ich meinte, ich habe es vorgesehen. Ah, ich weiß warum. Ich habe es vorgesehen auf der anderen Dings, vom anderen Modus. Also ich sage Kiss und say goodbye. Ciao zusammen. Zur nächsten Modvorstellung.